auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jimmy, zunächst einmal die Frage, wie sind jetzt die Emotionen, nachdem man ja in den letzten 5 Spieltagen, verrückten Spieltagen, aus denen man 13 Punkte geholt hat, ja den Aufstieg, den Klassenerhalt sicher gemacht hat? Ja klar, es ist ein Riesengefühl für uns alle. Das war unser großes Ziel, dass wir die Klasse halten. Und ja, wir sind alle glücklich. Das war unser großes Ziel, dass wir die Klasse halten. Und ja, die letzten Spiele waren unfassbar für uns. Hätte, glaube ich, niemand so von uns gedacht, aber da hat sich jeder in die Mannschaft reingesetzt und es war super einfach. Ja, du hast vor allem in den letzten beiden Spielen, aber auch sonst davor, richtig stark zu dieser Erfolgsserie beigetragen. Wie siehst du es? Ja. Wie siehst du deine starke Leistung? Ja, also meine Tore in den letzten 3 Spielen waren natürlich enorm wichtig. Und das freut mich natürlich, dass ich der Mannschaft so weiterhelfen kann mit den Toren. Aber Tore sind da eigentlich nebensächlich. Wenn wir als Team gewinnen, dann sind die Tore nur das i-Tüpfelchen. Was meinst du, was euch noch für Feierlichkeiten erwarten heute? Nachdem ihr eigentlich schon totgesagt wart. Ja, ich denke, wir werden heute Abend ein bisschen steil gehen und dann mal schauen, wie lang die Nacht wird. Ja, für dich aber kommt wahrscheinlich auch Wehmut dazu, weil du ja zumindest fürs Erste den Verein verlässt. Ich habe gehört, du wärst gerne geblieben. Kannst du mehr dazu sagen, zu deinem Rückgang nach Nöttingen? Ja, also ich bin ja im Winter zu Spielberg gekommen und es war ja von vornherein eigentlich klar, dass ich auch wieder im Sommer zurück muss. Deswegen war es mir auch von vornherein natürlich klar. Deswegen, wäre ich SV Spielberg, ist ein toller Verein. Ich habe mich aber sehr wohl gefühlt, aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich nach Nöttingen zurück. Ja, wie siehst du deine Zukunft mittelfristig und die Zukunft des SV Spielberg und vielleicht auch langfristig? Ja, mittelfristig geht es für mich natürlich nächstes Jahr erstmal zurück zu Nöttingen und wünsche natürlich dann dem SV Spielberg hier in der Oberliga Baden-Württemberg natürlich nur das Beste. Und längerfristig kann man im Fußball nie voraussagen, wo es hingeht. Jimmy, ich danke dir vielmals für das Interview. Wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.